So. Drachenherz. Neue Kraft des Drachen ist verfügbar. Jetzt musst du links in die Lava. Ja, aber ich habe ja kaum Tränke. Ich glaube, ich gehe dann erstmal ganz kurz zur Gnade, tu meine Tränke wieder auffüllen und so, dass ich im Notfall mich heilen kann. Da ist der. Ah, good sir. I hardly think you're here to temper yourself with me. Consider your timing though. I've been making just a thing. You take it. I'm be able to temper my body such that it'll never. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying, above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Perhaps I'll head east. There's an old saying, above the lofty clouds, perhaps I'll head east. There's an old saying, above the lofty. So, und jetzt muss ich hier ins Gebiet wieder. Ich bin gespannt, ob der Talisman von dem wirklich so geisteskrank krass ist. Anzi hat gesagt, das ist der beste Talisman im Spiel, den hat fast jeder Bild drinne. City hanging in the air is slowly crumbling. But that aside, I can't believe you felt. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself. Which means I've but one thing. Would you kindly undertake my. Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Muss mich seiner Prüfung stellen. Was ist das für eine Prüfung? Then let us begin. I am the great Jar Warrior. Okay, die Prüfung ist gegen ihn zu fighten. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle.
I implore you. Take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Das war jetzt die Quest. Verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Die ist das? Also das heißt, mein Blutangriff ist jetzt noch stärker. Der macht jetzt 15% mehr Damage. Und da sagt jemand, ja, hier TTV-Panic ist nicht wichtig. Also, Woody, Dankeschön für 3 Monate. Liebe geht raus. Ich geh mal kurz auf Toilette. So, ich bin wieder da. Ja, der Aufwand ging ja geisteskrank. Also, Dirty meinte, der wäre eklig zu besorgen oder die Questreihe, aber ich fand die jetzt gar nicht schlimm. Also, ich fand die überhaupt nicht nervig oder so. Also, es gibt jetzt noch einen Talisman und zwar hatte Anzi gesagt, Rotten Winged Sword Insignia. Rotten heißt ja irgendwie verfault. Verfaulte Flügelschwert? Millennia Quest in Kaelid anfangen. Verbessert auch deinen Blutschaden, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, und jetzt muss ich erstmal nach Kaelid oder was? So, hier war das, ne? Nee, Karia. Anwesen von Karia. Unten rechts. Ah, hier, ja, genau, das Gebiet war's. Okay, wo muss ich hier hin? Macht aufeinanderfolgende Angriffe stärker. Nix Blut. Hä? Das habe ich aber hier. Geflügelte Schwertinsignie. Aber das, was er meint, ist irgendwie eine verfluchte, verfaulte. Burg Faroth. Also hier, Festung Faroth. Okay. Ah, ist dasselbe nur mit mehr Prozentboni, okay? So. Schönes kaltes Wasser.
Da muss ich ja davon ausgehen, gilt das dann auch also für aufeinanderfolgende Angriffe, auch für meinen Talentangriff, weil das sind ja auch Kombos, ne? P2002P, Dankeschön für 56 Monate, Liebe geht raus. Ne, kein Level Up, Wasser. Nach Westen. Hierhin oder was? Südwesten. Konnte man auf die Dings draufspringen, auf die Windteile und da kriegt man keinen Fall Damage? War das nicht irgendwie so? Links. Ey, hier ist eine Kirche. Ich glaube, in der war ich noch nicht. Da gehe ich mal hin. Das hole ich mir. Kann ich meinen Dings verstärken nochmal. Okay, die sagt jetzt immer nur das Gleiche. Jetzt zum Vater. Jetzt musst du die Klippe runter. Oh, die Klippe runter. Hier oder was? Der ist vor der Stadt unten. Hier? Oder hier? Hinter dem Tor, also bei der 1. Alright. Gibt's hier den Jump'n'Run runter oder was? Hier auf das Dach jumpen. Ich versuch's.
Moin, Anzi. Pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. Building Detective, danke schön, Mann. Anyway, I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand. I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness that afflicts. When the Erd Tree flourished, even the demigods. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep scarlet swamp of a needle made from unalloyed gold. Sumpf, warte mal, ist das hier? Ja, hat geklappt, Anzi. Ist das hier? Nee. Bei den Wurzeln. Guck mal, hier ist so ein Ding zum Wiederbeleben. Eine Goldnadel. So, und die bringe ich jetzt zu dem Vater wieder, okay. Dr. Klokopf ist noch nicht im Urlaub, never.
Der wird doch was anderes zu tun haben, wenn er in Griechenland ist, als Livestream zu schauen, Junge. Wie lange bist du dann weg, Dr. Klokopf? Neun Tage! Ey, krass, okay. Some time. As well made as it is, it won't be much. Can you guess well made? Okay, next. Tochter. Zack. Geht's wieder hoch zur Kirche. Eigentlich nochmal Vater. Ja, das letzte, den letzten Talisman, dieses Rotten Wing-Dings anziehe. Vielleicht muss ich einmal von ihm was weg und dann wieder hin, weil er jetzt erst den Dialog mit mir führt. Weil er meinte ja, dass ich ihm etwas Zeit geben soll. Na, jetzt soll ich hoch. Everything is as you said, since even the nightmares have abated. And not that I could ever truly rebut, I would like... I'm considering leave with the needle buried in my flesh. My destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I'm considering leaving on a journey with the needle, my destiny. Altus Plateau in der Nähe von den Luxruinen. Wo ist das denn? Jetzt zum Vater?
Erst Vater nochmal, okay. Ja, dann sollte nur einer Tipps geben, Leute. Und nicht einfach hier die ganze Zeit irgendwer kreuz und quer reinschreiben, ne? Giving the needle. Now I understand her fate. You've been a saint. As thanks, I vow to honor the lost sorceries of the Salians. Please make certain that little Millicent goes unlike her mother, but commands only one. Do you? Jetzt wieder an die Gnade. Ich mache gerade eine Quest, wo die mir helfen, weil da muss man an Orte, da weiß man noch nicht. Und jetzt wieder zum Vater oder was? Traxom? So, und jetzt? Altus Plateau Lux Ruinen. So, hier soll die dann irgendwo sein, oder was? Ist ja noch eine Saat. Right. Ich noch eine Flasche machen.
So, wohin? Da an der Klippe hier. Da steht sie. Da. Ah. In truth, it's been the Scarlet Rot has stilled as such. Though rather vexingly, I realized that if I still had, I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path to unleashing the power of the Scarlet Rot. During her battle with Jen, I should like to meet her. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the earth. Now, she's passed into the lands that... Now, she's passed in... Danach durch die Schlucht hier lang oder was? Also hier hin. Okay. Warte, worauf? Weihnachten oder... Ganz links in der Burg findest du das, wo du, was du brauchst. Okay. Lass mich doch hier in Ruhe. Was heißt denn ganz links? Hier oder was? Die Schattenburg. Ach, vergiftet.
Bro, Traxom, sei mir nicht böse, aber ich guck selber nach dem Weg. Das macht mich so kirre gerade, dass du an der Leiter links hoch, vor dir. Das bringt gar nichts so. Ich guck, dass ich den Weg gerade selber finde. Ich bin wie ein Dulli am Rumlaufen und gucken, weil ich nicht weiß, was du von mir willst. Das macht gar keinen Sinn so. So ein Gemälde. Das ignoriere ich jetzt erstmal. Moin Lurax, alles gut?
Walkürenprothese. So, und die muss ich jetzt zu ihr da unten wieder bringen. Wahrscheinlich, ne? Tracing the path Melania took. She's passed into the lands. Are you giving me this? Thank you. I think if the it might be possible for me to weave. If the arm serves well enough, it might be possible for me to perhaps then I can. If the arms it might be possible perhaps then I. Okay. So, was muss ich jetzt als nächstes machen? Mach mal die Karte auf, ja? Im Osten. Wo im Osten jetzt? Das Gebiet, wo ich hier bin, oder? Im Osten ist ein Dorf. Was genau meinst du jetzt mit im Osten, weil... Also hier ist ein Dorf. Meinst du das hier? Hier oben das? Ja. Alright, dann am besten hier hin. Also diese Questreihen, die kannst du ja wirklich nur lösen, wenn du auch im Internet dir die Infos holst. Also, ich kann mir das auch nur so erklären, dass die Leute die Infos im Internet immer zusammentragen. Ich glaube, das Game crasht. Wenn er so lange lädt, crasht meistens das Game. Der stoppt dann bei 3/4 oder 4/5 so ungefähr und dann crasht das Game. Game gecrashed. Crasht das oft bei dir, G-Time? Also schon öfters, ja. Also ich habe letztens schon gesagt, eigentlich ist das Game so lange draußen, dass es gar keine Crashes mehr geben dürfte bei dem Spiel. Vor allen Dingen von der Größenordnung.
Keine Ahnung, Audient. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Letztens hast du auch erzählt, du spielst das Game nicht oder hast es kaum gespielt, weil es dir zu krass war. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, wenn ich 7 Stunden am Stück das Game zocke, dass das einmal crasht, ne? Aber eigentlich sollte so ein Spiel, wenn das so lange existiert, überhaupt nicht mehr crashen. So. Was muss ich als nächstes jetzt machen? Das jetzt auch wieder zu ihr irgendwas bringen oder was? Guck mal, da ist sie. Ah, the arm you gave me truly is. It feels just like perhaps it is foolish to say this to you, Lass. I would have you call upon. Okay. Alright, und jetzt?
Ins Schneegebiet, okay. Wo genau? Auf den Berggipfel. Auf den Berggipfel. Rechts neben den oberen Ruinen. Hier die? Da muss ich hin. Nein, bei der Gnade, wo du gerade warst. Ich tu mal Rosenkreuzer bei mir auf ignorieren, weil der verwirrt mich gerade, weil der schreibt was ganz anderes. Also Traxhorm, hier muss ich oben hin. Hier zu diesen Ruinen. Weil dann muss ich ja quasi hier auf die Gnade. Ja, okay. Die Leute das auch nicht verstehen, ey. Ich habe eine Person, die hilft mir. Die gibt mir die Infos. Und dann... Du musst nicht da hoch. Wo muss ich denn dann hin? Ich wäre jetzt ja für hier außen rum so. Wenn das überhaupt klappt, ne? Nee. Das klappt nicht. Da muss ich wahrscheinlich hier lang, ne? Beep. Moin, Cory Viral. Alter, er haut eine 10er Sub-Bombe wieder raus. Cory Viral, ich danke dir für deinen Support, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Die Gnade habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne?
Alles gut bei dir, Cory Viral. Die steht direkt an der Gnade, wo du warst. Ach so, okay. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber dann gehen wir da wieder hin. Wo steht die denn hier? Bei der ersten. Ach so, hier. Da steht die direkt. Ich muss gar nicht hoch zu diesen Ruinen. Da! Direkt hinter mir, lol. To think we'd meet in such a place. What could your partner call upon me again? I'm searching for. I heard the master indeed. The Halic tree is hit. I'm sorry. I heard the. Okay. Jetzt habe ich mit ihr geredet. Bei mir ist alles bestens, Cory Viral. Und jetzt zu den Ruinen, oder was? I heard the master of the fort was given a medallion. Anscheinend ja. Mach Ordi Jena. Hä? Was? Wie? Wo? Oriana? Was? Wo ist denn Oriana? Okay, kommen keine Infos mehr, oder? Dann werde ich jetzt weiter den Boss tryen, weil ich habe auch keine Lust, jetzt hier 10.000 Jahre hin und her zu tippen und zu warten, bis irgendwelche Infos kommen. Dann gehe ich jetzt zum Boss und versuche den nochmal. Ne, die Beschreibungen sind nicht so gut, Traxob. Ich weiß halt gar nicht, was ihr von mir wollt, ne? Das Ding ist halt einfach, ihr müsst halt einfach ganz klar kommunizieren, wo ich hin muss. Aber passt, ich mache jetzt einen Boss. Will jetzt auch nicht 10 Minuten warten, bis ich dann weiß, wo ich zu, als nächstes hin muss. Ah, Stampfer. Schade. Okay, ich merke aber den Unterschied. Ich mache schon deutlich mehr Damage damit jetzt.
Anzinono ist ja leider weg, ne? Der ist nicht mehr da. Schade. Ah, er wollte später wieder von zu Hause schreiben, okay. Hatte schlechtes Internet im Zug, okay. Ich glaube, wenn ich noch den anderen Talisman hätte, dann wäre der Damage jetzt natürlich noch krasser. Aber ich kann den auch hiermit locker schaffen, auf jeden Fall. Schade, zu früh. Ich muss erstmal ein bisschen jetzt so in den Rhythmus wieder reinkommen, wie ich ausweichen muss bei ihm. Dann komm. Ach, Digga.
Schade. Aber ich werde besser. Den kann ich auf jeden Fall schaffen. WB, Anzi. Anzi, ich bin bei dem einen Talisman relativ weit. Kennst du da die gesamte Quest? Von diesem Rotten Wingsword-Ding. Einmal zu viel gedrückt. Zu früh. Schade. Zu viel gedrückt. Ich bin jetzt so weit, dass ich oben im Schneegebiet bin bei der. Also, ich bin jetzt hier, dass ich hier, dass sie hier an dieser Gnade ist. Und die sagt die ganze Zeit auch nördlich was von Ruinen, als wenn die das hier meint, dass ich hier hin soll. Oh, jetzt ist sie weg. Dann porte ich mich jetzt mal hier hin. Secret Snow, ja, okay, gut, aber wie komme ich da jetzt hin? Ah, da ist die Ruine, okay. Also ich muss irgendwo runter. Wahrscheinlich da hinten. Du brauchst 2 Medaillonhälften, um in das geheime Schneegebiet mit dem Aufzug von Roll zu kommen. Ich bin mit dem schon runtergefahren. Den habe ich schon aktiviert, den Aufzug. Da bin ich runter in so ein Schneegebiet gefahren. Oder hoch? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war der Aufzug für das Gebiet hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist eine Gnade. Todesritenvogel. Also warst du schon im Secret Snow?
Ahnung, ich bin mit einem Aufzug, war das aber... Nee, hier mit einem Aufzug bin ich hier hingefahren. Aber hieß der nicht auch irgendwas mit Rollt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die sagen in Kaktusklicker, die Animation, wenn man einen Bauplan gedroppt kriegt, einen epischen oder legendären, die würde teilweise stören, weil man dann für 3 Sekunden lang einen Mob nicht trifft. Weil die Sicht versperrt. Und hier kriegst du mitten im Fight Items gedroppt und musst die Sachen wegdrücken. Also... jetzt einfach hier weiter, ne? Ich schätze mal, dass das hier der Weg sein wird, hoffentlich. Ist hier ein Aufzug? Aber scheinbar nicht da, ne? Dann schätze ich mal, war ich gerade eigentlich richtig vom Weg her. Die ist da drinne, die Gnade, ne? Okay, alles klar. Thank you.
Ich muss eigentlich morgen auch noch diesen Margrove, oder wie er heißt, da besiegen, ne? Den Boss, damit ich ins DLC kann. Aber da habe ich morgen dann den ganzen Tag für Zeit. Ja, es gibt noch ein Item, womit du ihn cheesen kannst, okay? Ja gut, müssen wir dann schauen, ne? Ist vom Game auch beabsichtigt, hundertprozentig. Okay, hier muss ich den Boss besiegen jetzt. Ah, das ist wieder so einer. Okay. Jetzt ist die Frage, wenn ich die beiden Ritter töte, ruft er die neu oder habe ich danach meine Ruhe? Das ist die Frage, ne? Ich versuch's mal. Weil dann tue ich natürlich erst die Ritter beide wegklatschen.
Ranenprothese. Okay. Alright, jetzt habe ich das, was ich brauche, ne? So. Okay, wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Zum Aufzug von Rold. Okay. Geheimes Medaillon heben. Ah. Und das Gebiet, wo ich jetzt hinkomme, da ist diese Millenia. Ist das nicht dieser Boss, wo alle sagen, das ist der schwerste im ganzen Spiel? Ja, aber ein Gebiet davor bist du. Und da kriege ich jetzt auch den Talisman in dem Gebiet. Ich kann dich auf jeden Fall mit der Quest weiterhelfen bis zum neuen Gebiet. Also nicht Secret Snow, sondern dahinter, weil ab dort ist es sehr schwierig. Wird dir den Weg zu beschreiben, erklären via Chat mit hier links geradeaus auf die Klippe. Deshalb hier versuch so weit wie es geht nach unten zu kommen. Fahrt zum Harlekbaum. Okay, die Armor können wir gerne holen, Anzi. Da würde ich mich freuen.
Ich gehe aber schon gut ab. Also der Schaden ist schon wirklich derbe aktuell. Ich komme mir vor, als wäre ich hier Game of Thrones, das Game zocke. Alter, wo bin ich denn hier? Holy shit! Oh no, Invader oder was? Blutadligen-Set. Das ist bestimmt für mich nichts, ne? Das ist weird. Warum war da hinten die ganze Zeit ein blauer Strahl? Ich bin voll verkehrt gelaufen. Ich muss da hin. Aber ich glaube, ich kann hier so durch. Also das Wichtigste ist eigentlich erstmal nur, dass ich die Karte, glaube ich, kriege. Weil wenn ich die Karte habe, habe ich eine Übersicht. Wieder ein Invader. Okay.
Wahrscheinlich muss ich bestimmt hier oben bis an diese Kirche, ne? Aber selbst wenn nicht, die Träne will ich holen. Die obere Ruine ist es. Egal, ich hole trotzdem die Träne dort hinten. Oh, hier ist sogar noch eine Saat.